Ciao zusammen, mein Name ist Manu Simmons. Ich habe eine eigene mobile Surfschule, Chuck Surf. Die Aufgabe von Sarah ist es heute, den See zu überqueren mit dem Stand-Up-Paddling-Board. Ja, Manu, hey, mit was kommst du da? Das ist ja wirklich ein Stand-Up-Paddling, oder? Genau, das ist ein sogenanntes Wa'a. Das ist ein polynesisches Outrigger-Kanu. Okay. Das ist sozusagen der Ursprung vom Surfen. Ist das? Genau. Ich bin eigentlich der Einzige, der das anbietet in der Schweiz. Noch. Okay. Und ich mache das halt mega gerne, aber das, was wir heute machen, ist Stand-Up-Paddling. Was ist denn das für eins? Was ist das für eins? Das ist ein Wave-Sup. Das ist halt kurz, breit, hat relativ starke Rocker, es hat kleine Finnen. Das ist halt wirklich zum Wellenreiten. Das ist nicht zum Stand-Up-Paddeln? Doch, genau. Also wir paddeln in die Wellen rein. Aha, und dann surfen das wäre aber cool, hä? Genau, aber durch das, dass wir heute keine kopfhöhe Wellen haben, bringt das nicht viel. Genau, aber können die da mal draufstehen? Ja, ich würde vorschlagen, dass wir gerade auf dem Rad, wo du nachher wirst, fahren. Aha, das nicht. Genau. Aber das ist schön, das würde mir auch noch gefallen von der Farbe. Mit welchem tue ich denn? Du wirst dann mit dem oder dem, mit das dem, ist eigentlich ein Spezial, die sind identisch. Ja, genau, mach nochmal. Was genau. Ist denn speziell? Sind das Anfänger? Das sind Allround-Boards, die sich wirklich für die Anfänger eignen, weil sie sind breit und lang und sehr voluminös. Was ist denn das da? Ist das genau das gleiche wie das oder ist das anders? Das ist das gleiche, nur wirklich ein Windsup. Es geht extrem wieder so ein bisschen back to the roots mit Schwert, mit Mast, Insert und so weiter. Die zwei Bretter eignen sich übrigens jetzt für die heutige See. Überquerung. Was für Überquerung? Ja, wir sind... Was für Überquerung? Hallo? Ja, ich würde sagen... Also, was so jetzt auch noch wichtig ist, zu wissen vielleicht, falls jetzt du ein zukünftiger Stand-Up-Paddler bist, der Trend ist jetzt halt so ein bisschen das aufblasbare Surfbrett. Das habe ich auch schon gesehen. Genau, also ich persönlich... Das ist da innen. Nehmen wir den von gar nicht raus? Das lassen wir mal drinnen. Für die Sehquerung sind die Hardsup meiner Meinung nach ein bisschen geeigneter. Okay. Sie sind mega praktisch. Ich verstehe es, wenn jemand jetzt sich so eins zutut und so weiter. Ich tue einfach das bevorzugen, das ist ein Hardsup. Ja, aber du bist ein Surfer. Ja. Wie ist der Surfergruß so? Mit zwei mit einer Hand. Das ist eigentlich mehr als Hallo. Eben, Hallo. Und Ciao. Ciao. Oder? Genau. Wir sind eben Surfer, wir dürfen dich nicht mit Plastikteilen über den See rübergehen. Ist das mein... Genau, das ist mal dein Paddel. Du kannst es stehen nicht, das ist noch ein schön. Oh, wow. Die sind identisch. Also. Oh wow, oh, das ist mega leicht. Du stehst übrigens auch gerade richtig. Also du stehst so in der Mitte vom Brett. Es hat ja auch hergezogen, vielleicht wegen dem Pad. Also das Brett ist auch so geshaped, dass man gar nicht viel falsch machen kann. Mhm. Für dich wichtig zu wissen, ist einfach, wo vor und wo hinten ist. Also jedes Surfbrett das hat... Das weiss ich. Weil da, wo das Ding da ist, da hat es doch immer so ein Teil hinten, so ein... Genau, das wäre die Finne. Ja. Genau, die Finne. Das ist hinten. Das ist hinten, genau. Je nachdem, wenn du Freestylerin bist, dann ist auch Finne rausfahren. Ich bin Surferin. Wichtig ist sicher, dass man die Finne dran ist. So kannst du dich orientieren, wo hinten ist. Und vorne geht das Surfbrett eigentlich immer... Auf, das ist der Rocker. Okay, also das ist auch breiter vorne, je nach Shape. Also je es gibt so viele verschiedene Formen. Du hast auf jeden Fall vorne den Bug und hinten das Heck. Das kennen wir ja vom Segeln, von den Bötchen und so weiter. Du stehst dann nachher eher so drauf, wenn du wirklich surfst in der Welle. Dann wechselst du Position und du musst halt das Paddel festheben. Und dann geht es natürlich ab. Oder? Aber jetzt auf dem See stehst du eher... Und ich bin ja wirklich noch Anfängerin, oder? Ja, wer weiß, wie lange du noch Anfänger wirst bleiben. Ja, sicher jetzt mal stumpf für die Überquerung. Nachher bin ich der Profi. Du, ich würde sagen, noch schnell kurz, wie wir das Paddel hantieren. Ja. Wie du siehst, hat das einen Griff. Und das ist der hier, genau. Den hebst du. Genau. Wir schauen zuerst mal schnell wegen der Länge. Das ist wichtig, dass wenn du das Paddel neben dir herstellst und du den Arm oben drauf leihst, meins ist jetzt ein bisschen kurz, aber ich kann das gerne so. Auf jeden Fall, wenn du es neben dir herleihst, müsstest du den Arm eigentlich hier so drauflegen können. Muss ich das hoch tun? Genau, jetzt hast du hier das Klemmerli, jetzt kannst du es mal auftun und dann aufschieben, bis es, genau, gesagt, bis es etwa so. Genau. So, du darfst ruhig noch ein bisschen mehr. Genau. So, wenn jetzt du hier so auf dem Board stehst, dann muss das Paddelblatt so gegen vorne schauen. Du hast den Arm, vor allem den oberen Arm, relativ gestreckt. Du hast neben dir, also neben dem Brett ins Wasser stechen und dann mit dem Unterarm hinterher ziehen bis ca. Körperhöhe. Körperhöhe? Genau. Also nicht zu weit hindern. Kannst du hier vorne holen? Also wenn du jetzt immer links paddeln, wirst du im Kreis fahren. Also du wirst das Brett rechts umsteuern. Darum ist es wichtig, dass wir den Wechsel machen. Du nimmst die obere Hand ab, fahrst den unteren und mit der fahrst du hoch, möglichst ohne den Griff zu verlieren. Du greifst oben wieder und dann paddelst du auf der neuen Seite. Also je nach Strömung, je nach Wetterlage, je nach Wind, tust du vielleicht vier links und dann vielleicht fünf rechts. Ja, was haben wir denn heute? Also, heute haben wir wirklich... Ein bisschen Wind. Ich sage ein bisschen nicht Gegenwind. Kommt eher so.
Wir haben Sideshore, das heisst, der Wind kommt von der Seite. Das jetzt hier von rechts. Also wenn du jetzt für dich Stand-Up-Paddeln gehst, ist eigentlich immer zuerst mal Upwind. Also du wirst jetzt hier auffahren, Gegenwind, dann hast du den Wind im Gesicht. Und dann nachher beim Zurückfahren hast du den Wind im Rücken, dann gehst du Downwind. Dann kannst du wirklich relaxen bei der Autofahrt. Ich will relaxen. Wir haben jetzt halt so ein bisschen, eben die Challenge einfach mal über, weil wir halt auch das Ziel gesetzt haben. Wo mit dem kannst du im Fall noch ganz viele andere coole Sachen machen. Dann können wir den Wasser fortfahren. Nein, geh da rein! Und ich würde sagen, wir gehen hier direkt über auf Bainville am See. Okay. Das ist eine Strecke von Seerosen Resort & Spa in Meisterschwanden über zum Strandbad Bainville am See. Wie viele Kilometer sind das? Kilometer, das kann ich jetzt nicht sagen, aber in Zeiten oder Minuten, das sind ca. 50 Minuten. 50 Minuten? Also mit mehr 3 Stunden? Sehen wir dann. Also soweit hast du jetzt das Wichtigste eigentlich schon mitbekommen. Okay. Jetzt tun wir die Paddel weg und nehmen die Neoprenanzüge. Also geht es jetzt schon? Ja. Schon los. Ich wollte auch kurz erklären, für was Neopren eigentlich gedacht ist. Der Sinn und Zweck des Neopren ist eigentlich mehr so die Sonne. Also du bist als stark der Sonne ausgestrahlt. Ja, dass ich nicht knallrot bin am Abend. Genau, wenn das Wasser, das wir also da haben wir mal den Sonnenschutz und den Windschutz. Also, du bist immer wieder ein bisschen im Wind ausgesetzt. Obwohl man heute ja eigentlich bin ich Kälteschutz brauchen. Heute ist es so schön warm. Genau. Gehen solange wir ich ins Wasser fallen, dann wird es kalt. Sometimes you gotta bleed to know that you're alive and have a soul. Sarah, ist ein schöner Spot, oder? Hey, das ist mega schön da, ja. Gell? Ich gebe super. Recht, ich gebe recht viel Kurs hier. Weil hier vor dem Seerosen Resort & Spa hat es auch super Bedingungen für die Anfänger. Man hat eine schöne Alpensicht und man hat eine gute Küche. Und ja, ich würde sagen, hier legen wir jetzt los. Jetzt wird ernst. Jetzt gehen wir rein, hä? Genau. Was ist denn das für ein Gefühl, das Stand-Up-Paddling? Also heute wird das ganz ein ruhiges Gefühl sein. Du wirst dich ja, je nachdem können entspannen, du wirst ein bisschen Fitness machen, du wirst die Umgebung geniessen, den wunderschönen Halwilersee. Wir haben heute sogar noch Alpensicht, das wirst du auch noch im Blick haben. Ist eine schöne Sache. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, Stand-Up-Paddling zu unterrichten? Durch das, dass ich schon relativ lange Windsurf-Kurs gegeben und zum Teil sehr grosse Gruppen hatte, zum Beispiel Schulklassen, bin ich eigentlich gezwungen gewesen, bei der ersten Stunde ein Paddel zu nehmen. Das war halt ein Windsurfboard mit einem Paddel, es war Stand-Up-Paddling, aber so war man halt flexibel gewesen, wenn man einen abgetrieben ist etc. Haben wir können auswechseln. Was denkst du, warum ist Stand-Up-Paddling so schnell so eine beliebte Trendsportart geworden? Es ist, als hätten wir alle so darauf gewartet, auch mal so ein bisschen aufs Wasser zu kommen, weil Windsurf ist doch recht anspruchsvoll. Es hat nicht immer viel Wind, man will aufs Wasser und es zieht halt auch die Leute an, die nicht wirklich mit dem Surfsport etwas zu tun haben. Wie erklärst du dir den Boom? Eigentlich ist es ganz einfach. Man ist so am Strand, am Sonnen und irgendwann wird das vielleicht langweilig. Man will sich um Wasser halt doch tätigen. Ja. Aber trotzdem Boom nehme ich jetzt mal an, dass allein vom Stand-Up-Paddling nicht könntest leben mit deiner Surfschule, oder? Nein, das nicht. Es ist zwar recht ein grosser Teil an dem Ganzen, aber ich habe diverse Dienstleistungen. Das Windsurfen ist halt das, wo wirklich bei mir mein Herz klopft fürs Windsurfen. Aber ich genieße es halt auch wirklich, wenn es keinen Wind hat, gehe ich Stand-Up-Paddeln und nehme das Outrigger-Kanu, das wir kurz gesehen haben. Und ab und zu mal kitesurfen, mal Cable, Wakeboarden und so Zeugs. Also Snowboarden, Skateboarden. Also einfach ein Brett unter den Füßen haben. Was denkst du, was könnte so als nächste Trendsportart im Wasser in die Schweiz kommen? Ich vermute, es geht jetzt in Richtung Motoren. Ich weiss nicht, aber es gibt so Jetsurf oder wie die Dinge heissen. Ich bin generell eben nicht so ein Fan von Motoren. Ich habe die Windkraft gerne, die natürliche Kraft. Ich kann mir vorstellen, dass es in diese Richtung geht. Was hebt Stand-Up-Paddling von anderen Wassersportarten ab? Es ist wie alle anderen Surfdisziplinen halt so eine exotische Sportart. Man fällt auf. Wenn man ein Board auf dem Dach hat, dann wird man sofort angeschaut. Und ich glaube, das ist so ein die Magie beim Surfen. Was bringt einem Stand-Up-Paddling? Man hat sicher eine gute Fitness, wenn man das so regelmässig macht. Man tut wirklich jeden Muskel bei Anspruch. Bis zum, beim Lachmuskel hört das auf, sage ich immer wieder. Ich glaube, das ist das Hauptding. Und man ist halt in der Natur raus und man sollte die Natur generell ein bisschen mehr geniessen. Und so. Warum sollte man jetzt besser einen Kurs buchen, statt einfach selber mal ein bisschen auf den See raus zu paddeln? Man kann wie bei anderen Sportarten auch sehr viele Fehler sich aneignen und sich angewöhnen. Es fängt an bei der falschen Haltung, man steht falsch und danach, man muss natürlich auch Ahnung haben. Irgendwann will man sich vielleicht etwas kaufen und dass man ein bisschen Ahnung hat und dann nicht das Teuerste und auch nicht das Älteste kauft. Ein allgemein wissen. Was sind die Schwierigkeiten des Stand-Up-Paddling und wer kann das überhaupt machen? Machen kann es eigentlich jeder. Man muss halt schwimmen
Und also wir haben Kids und wir haben Senioren, wir haben dünn bis dick, also jeder kann surfen. Das ist etwas Cooles am Ganzen. Wir ist nachher wirklich so ein eine Family am Beach, oder? Und das ist der Hammer, dass es wirklich jeder machen kann. Wo liegen die Schwierigkeiten? Auch wenn es Schwierigkeiten sind, die einen haben vielleicht Angst, die anderen haben das Problem mit der Balance. Die Hürden die überwindet man einfach und das Ziel erreicht jeder. Das Ziel ist einfach Spass zu haben, ob man reingeht oder nicht. Würde ich dir gerne den Wunsch überreichen, wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Merci. Ja, ich wäre es mit einem zweiten Stern. Nein, Quatsch. Aber hast du ein paar Tipps, damit das eben nicht passiert? Weil ich will nicht reingehen. Ja, natürlich. Ich würde sagen, wir gehen ins Wasser. Ich gebe dir gerade die Tipps. Ja. Jetzt liegt es an dir, wenn du dich traust. Wir können auch drei zählen, wie du willst. Wenn du bereit fühlst, um aufzustehen, dann stehst du auf. Warte, ja. Versuche gerade einen kurzen Blick zu tun, damit du immer so ein bisschen zu sein hast. You made me feel like I was always falling. Always falling down without a place to land. Know wherever you go, I will follow you. And no matter what's wrong and how long. Hey, hey, was? Jetzt habe ich mir noch ich denke es auch. Oder? Ja, das geht so gut voran. Hey. Hast du vorhin die Welle so viel gesehen? Ja. That I'm happy go lucky, I'm so on another level, they can't actually touch me. Relax and get comfy, I'm kicking back where it's sunny. I'm standing at the crossroads, praying for a sign, staring at the distance, it's cloudy in my mind. Do we belong together? Are we afraid of letting go? If we wait forever, how will we ever know? It was only a smile, but my heart it went wild. I wasn't expecting that. Just a delicate kiss, anyone could have missed. I wasn't expecting that. Sind wir gleich noch nass geworden, aber hey. Nimmst du den Bauch und ich ins Heck. Super, legen wir es mal ab. Ja, cool. Ja. Wir sind trocken geblieben, hey, unglaublich. Sehr gut. Cool, oder? Hey, so eine mega weite Strecke haben wir jetzt hinter uns. Hey, ich muss wirklich ein Kompliment machen. Wir haben zuerst eine Flaute gehabt, nachher haben wir fast zwei Windstöcke gehabt. Gell? Wir sind abwärts gegangen, Wind im Gesicht, wir haben eine leichte Strömung gehabt, ja. Noch auf einem Bötchen. Du bist trocken geblieben, ich ebenfalls. Ich würde sagen, wir haben... Also hier spüre ich es ein bisschen. Jetzt kommt gegen den Wind, aber sonst fahren pur.